Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um den Tausch bzw. das Austauschen der intern verbauten Festplatte am SkyQ Receiver. Ich habe hier einen SkyQ Receiver und dort ist eine Festplatte verbaut, und zwar hier an der Seite befindet sich so ein kleiner Schacht. Hier können wir die Festplatte rausziehen und entsprechend auch wechseln. Ich hatte jetzt schon, ich glaube, 3 Festplatten von den Originalen in dem SkyQ Receiver. Die sind immer mal wieder kaputt gegangen. Das ist irgendwie so ein bisschen nervig. Ich weiß auch nicht. Liegt wahrscheinlich daran, dass das noch mechanische Festplatten sind und einfach die Belastung relativ hoch ist, gerade wenn ihr irgendwas aufzeichnet oder diese Aufnahmen dann wiedergebt. Was es jetzt genau ist, was dazu führt, dass die Festplatten regelmäßig kaputt gehen, zumindest bei mir, kann ich nicht genau sagen. Das Ganze ist ja stationär, das heißt, hier entstehen ja eigentlich keine gesonderten Vibrationen, vielleicht ein bisschen von dem Subwoofer, der nebendran steht, aber ja, wie gesagt, was der genaue Grund ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind die mir jetzt halt schon mehrfach kaputt gegangen. Heute möchte ich euch zeigen, denn das habe ich vor einiger Zeit gemacht, wie ihr von einer mechanischen Festplatte auf zum Beispiel eine SSD wechseln könnt. Und dafür öffnen wir jetzt hier einmal das kleine Fach, beziehungsweise ziehen einfach die Festplatte aus dem Schacht hier heraus. Dazu braucht ihr erstmal kein Werkzeug. Ihr könnt die einfach so rausziehen, indem ihr hier mit dem Finger drunter geht und es dann rausholt. So, jetzt habt ihr gesehen, wie ihr an die Festplatte von dem Receiver rankommt. Und jetzt hätte ich gesagt, tauschen wir einmal die Festplatte. Dazu gilt es noch zu sagen, ich habe eine kleinere Festplatte zuerst probiert, eine 512 GB. Standardmäßig ist hier eine 1 TB Festplatte verbaut. Mit der 512 GB Variante konnte ich die Festplatte im SkyQ Receiver nicht formatieren. Bedeutet, ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass es irgendeine Art von eingebautem Schutz oder Prüfung gibt, der sicherstellt oder der eben einfach nur dann zulässt, die Festplatte zu formatieren, wenn sie eben die Größe von der Originalplatte hat, also sprich 1 TB. Ich habe dann noch eine 1 TB SSD besorgt und die konnte ich dann problemlos in dem SkyQ Receiver verbauen. Und das hat auch einwandfrei funktioniert. Und wie gesagt, jetzt zeige ich euch, wie ihr einmal die Festplatte physisch wechselt. Und dann zeige ich euch auch noch im Anschluss, wie ihr die Festplatte entsprechend in dem SkyQ Receiver wieder formatiert. Wie gesagt, wenn ihr die Festplatte dann getauscht habt, müsst ihr sie eben im SkyQ Receiver in dem entsprechenden Service-Menü formatieren. So, jetzt müsstet ihr eigentlich gesehen haben, wie ihr die Festplatte physisch tauscht. Ich habe sie jetzt hier schon wieder eingesetzt. Kann ich euch jetzt auch einmal zeigen. Hier ist jetzt entsprechend schon die neue Crucial SSD verbaut. Auch wie gesagt 1 TB. Und ihr braucht kein Werkzeug, um die hier aus dem Schacht rauszuholen oder wieder einzusetzen. Ist natürlich mit einer Hand immer etwas schwieriger. Auf jeden Fall, wie gesagt, könnt ihr hier ohne Werkzeug ein- oder ausbauen. Das ganze Ding. Und dann wieder reinstecken. Mit ein bisschen mehr Schwung geht es auch problemlos. Und jetzt zeige ich euch, wenn ihr sozusagen die neue Festplatte in diesen Rahmen verbaut habt, was ihr dann im Receiver machen müsst, beziehungsweise an der Fernbedienung, um die Festplatte entsprechend zu formatieren. Formatieren ist wichtig. Die Festplatte hat ein ganz spezielles Format. Bei mir in Windows hat er die als FAT32 Festplatte erkannt. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Ich hatte auf jeden Fall eine relativ tiefe Ordnerstruktur gesehen. Das kann ich euch jetzt auch nochmal hier reinschneiden. Na, wie ihr sehen könnt, da sind ganz viele einzelne Ordner. Liegt eben daran, dass ich auf der alten Festplatte bereits Aufnahmen drauf hatte. Ich habe auch probiert, die Aufnahmen mittels Festplatten-Klon-Software zu übertragen. Hat dann aber nicht funktioniert, sprich, als ich die Festplatte geklont habe, also die alte Festplatte auf die neue SSD, waren die Daten zwar in Windows
einheitlich, also sprich, dort konnte ich sehen, dass die Ordner und auch die Struktur, das Dateisystem, alles richtig übertragen wurde. Als ich die Festplatte dann aber im Receiver eingesetzt habe, hat er die Festplatte nicht erkannt. Das heißt, vielleicht gibt es irgendein Festplatten-Klon-Programm, mit dem das funktioniert. Mit dem Programm, welches ich verwendet habe, um das zu testen, habe ich es leider nicht geschafft. Bedeutet, jetzt, wo die Festplatte hier neu verbaut ist, ich habe sie dann einfach nochmal gelöscht, beziehungsweise, ja, wenn das Klonen eben nicht klappt, könnt ihr auch über das Receiver-Menü die Festplatte neu formatieren. Dann sind natürlich alle eure Aufnahmen weg. Aber ihr könnt dann die Festplatte ganz normal verwenden. Ich habe diese SSD jetzt bestimmt schon ein Dreivierteljahr problemlos im Einsatz. Vorteile sind, dass zum einen die Wiedergabe von euren gespeicherten Inhalten etwas schneller funktioniert und zum anderen auch die Apps, die runtergeladen werden, also sowas wie zum Beispiel YouTube, Amazon oder auch Netflix und andere, die dann deutlich schneller sich runterladen lassen bzw. installieren lassen und auch allgemein etwas snappier funktionieren, also beziehungsweise die Navigation in den Apps ist dann noch mal ein bisschen schneller. Allerdings ist der Hauptknackpunkt einfach die Hardware in der Box. Das ist einfach ein bisschen outdated. So richtig schnell ist die nicht mehr, aber mit so einer SSD bekommt ihr es eben ein bisschen besser hin. Und jetzt, wie gesagt, schneide ich euch noch rein, was ihr an der Fernbedienung drücken müsst, was ihr in eurem Einstellungsmenü machen müsst, um eine neue Festplatte entsprechend zu formatieren. Im Sky-Menü geht ihr jetzt auf den Punkt Mein SkyQ. Der befindet sich normalerweise ganz unten. Dann bestätigt ihr das mit der Menü-Taste, also mit dieser mittleren Taste in der Mitte des Steuerkreuzes. Bleibt hier auf den Einstellungen stehen, also in der Vorauswahl. Nehmt euch dann eure Fernbedienung und drückt die Tasten 001. Wenn ihr das gemacht habt, dann wählt ihr in der Mitte eures Steuerkreuzes wieder die Bestätigen-Taste, also sprich diese Kreistaste. Und jetzt solltet ihr eine Meldung erhalten, so wie es hier zu sehen ist, dass ihr das versteckte Menü freigeschaltet habt. Und hier wählt ihr jetzt den Punkt Zurücksetzen aus. Unter diesem Punkt haben wir jetzt verschiedene Optionen. Wir wählen jetzt den zweiten Punkt, und zwar Festplatte zurücksetzen. Hier entsprechend auswählen und dann den Anweisungen am Bildschirm folgen. Wird zwischendurch mal schwarz und dann seid ihr am Ende mit der Formatierung der Festplatte durch. So, und jetzt habt ihr auch gesehen, wie ihr die neue Festplatte, in meinem Fall jetzt eine SSD, ihr könnt natürlich auch, wenn es defekt ist, einfach euch von Sky eine neue Festplatte zuschicken lassen. Dann ist es genauso, ihr verbaut einfach die neue Ersatzfestplatte, schiebt die in euren SkyQ Receiver, formatiert die und das wäre das gleiche Prozedere. Ich habe mich eben, wie gesagt, jetzt für eine SSD entschieden, um hier nochmal ein bisschen mehr Geschwindigkeit zu haben. Müsste aber nicht. Prozedere wäre genau das gleiche, wenn ihr von Sky eine Austauschfestplatte geschickt bekommt. So, und wie gesagt, jetzt wisst ihr eben, wie ihr das tauschen könnt, wie ihr umrüsten könnt auf SSD. Einziges, worauf ihr achten müsst, war zumindest jetzt meine Erfahrung, dass die Festplatte die gleiche Kapazität hat, also sprich genauso viele Daten speichern kann wie die Originalfestplatte. Und das ist dann eben in dem Fall eine Festplatte mit einer Größe von 1 TB. Nach dem Wechsel, wie gesagt, Benefit ist, dass die Aufnahmen ihr schneller in euren Aufnahmen, also in euren eigenen Medien suchen könnt, dass da die Ladezeiten etwas geringer sind und auch, dass zum Beispiel das Installieren oder auch Benutzen von verschiedenen Apps, ich hatte es ja bereits erwähnt, auch nochmal ein bisschen schneller ist. Also wenn ihr sozusagen ein bisschen Performance rausholen wollt oder einfach euch diesen, in Anführungszeichen, Vorsprung beim Durchsuchen eurer eigenen Dateien auf der Festplatte holen wollt, dann würde ich euch so ein Upgrade auf so eine SSD empfehlen. Wenn es jetzt einfach nur darum geht, dass eure Festplatte so wie bei mir defekt ist und ihr kriegt eine Austauschfestplatte, dann habt ihr eben auch gesehen, wie ihr die tauscht und wo ihr im Menü die Festplatte dann entsprechend wieder formatiert. Insofern war es das fürs heutige Video. Bisschen kürzer. In der nächsten Woche geht es dann endlich am Opel weiter. Ich musste noch ein paar Teile bestellen, deswegen hat sich das Video für den Opel jetzt ein bisschen verzögert. Ich hoffe, es war trotzdem was Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, euch eine gute Zeit und ciao.